So, herzlich willkommen, liebe Kollegen und Kolleginnen. Ich fange jetzt von hier oben aus der Ecke an, damit ihr jetzt einfach so einen Überblick kriegt hier. Und zwar, hier haben wir ein Auto auf dem Anhänger und davor steht das Zugfahrzeug. Mit Hängen und Würgen, das hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, haben wir jetzt geschafft, irgendwie das Auto samt Anhänger auf die Bühne zu fahren. Und wieso den ganzen Aufwand? Das sage ich euch jetzt. Erstmal, was haben wir hier für ein Auto drauf? Es ist ein 7er, ein 750. Und warum machen wir uns hier so einen Stress und wuchten alles hier so hin und her? Jetzt guckt euch mal hier vorne das an. Was ist denn hier passiert? Tja, kurz gesagt, ich habe das Auto gekauft. So wie er hier steht, der stand ein paar Monate in der Werkstatt. Hier wurde dran rumgefrickelt, rumgeschraubt und die ganze Sache wurde einfach nicht zu Ende gebracht von dem letzten Schrauber, der hier rumgeschraubt hat. Angeblich, also das fing alles so an, dass ich angerufen wurde und mir ein Herr gesagt hat, ich habe ein Auto für dich, ich kenne dich aus dem Internet und du kaufst sowas gerne. Ja, dann hat er mir gesagt, ein 7er, der ist halb zerlegt und die kriegen den auch nicht mehr zusammengebaut und der wäre auch einigermaßen günstig. Ja, kann ich mir ja mal anschauen. Das war jetzt so 25 Kilometer entfernt. Ja, und dann habe ich das Auto so vorgefunden. Der stand in der Halle, in der Ecke und war hinten auf so schönen Rollbrettern. Dann habe ich schon gedacht, oi, 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 oi. Und spätestens, wenn man die Geschichte dann dazu hört, wo ich gleich zukomme, da hätte der ein oder andere von euch wahrscheinlich schon gesagt, mir gefällt die Farbe nicht, ich muss los. Aber ich habe es mir dann doch angetan. Wir können mal kurz reingucken hier. Ja, ist halt ein 7er. Schön von innen bis auf das Lenkrad, das gefällt mir absolut gar nicht. Und mit dem Wurzelholz und dem hellen Leder ist auch Geschmackssache. So, dann habe ich gesagt, ja, dann erzähl doch mal, was ist denn hier los? Warum habt ihr den denn so zerrupft? Also, natürlich war er das ja nicht, sondern irgendwie ein Kollege von. Der hat hier angefangen. Ich hol mal jetzt ganz kurz Licht, ohne ist ja doof. Wenn man ein Auto vorfindet, was ein anderer schon auseinandergenommen hat und die Teile fliegen da rum, das ist eigentlich immer der Albtraum. Also gibt ja wahrscheinlich unter euch auch welche, die Kfzler sind oder in der Werkstatt arbeiten. Wenn da der Kollege da was auseinandernimmt und dann auf krank auf einmal macht und oder keine Lust hat und dann einen Krankenschein nimmt und dann musst du die Scheiße zusammenbauen. Das ist einfach das Schlimmste. Und dann noch bei so einer Kiste hier, erstmal so den Autohändlern oder die Autoverkäufer, die ganze Branche, da wird sich sowieso immer gegenseitig einer vom Papst erzählt. Deswegen, ob das hier alles so gestimmt hat, auf jeden Fall hat der Kollege von dem Verkäufer hier, das war sein Wagen hier, der hat den jetzt ihm aus Mitleid dann irgendwie abgekauft und also mich interessiert das meistens gar nicht, weil die Hälfte sowieso nicht stimmt. Auf jeden Fall hat da irgendeiner gesagt, der Keilriemen, der macht Geräusche. Und ich glaube da, ich weiß es nicht, also für mich sieht es so aus, als ob man da von unten nicht so einfach und von oben auch nicht so einfach drankommt. Weil hier ist wahrscheinlich noch viel vorgebaut. Und dann haben sie einfach hier vorne alles abgebaut oder haben es irgendwie erst von oben probiert, haben es dann aber nicht hingekriegt und zum Schluss haben sie alles auseinandergerissen und dabei ist denen dann hier, das ist hier der Keilriemenspanner, dabei haben sie dann hier die Schraube vernudelt bis zum geht nicht mehr, haben dann auch reingebohrt, haben dann irgendwie ein Werkzeug reingeschlagen und total vernudelt, zerrödelt, bis zum geht nicht mehr. Also da geht wohl nichts mehr. Da haben sie ein paar Tage, ein paar Wochen dran rumgehämmert, rumgekloppt. Ja, und anders kriegst du diesen Spanner nicht raus. Und dann habe ich ihm auch gesagt, was man sich jetzt denkt, warum habt ihr denn, was war denn hier überhaupt kaputt? Ist der Spanner an sich kaputt? Der ist übrigens locker, die Schraube ist fest, aber der ganze Spanner ist locker. Der spannt wohl auch nicht mehr, also den kann man nicht, der ist fest, der spannt nicht mehr, der bewegt sich nicht mehr so richtig. Deswegen hätte man, wenn hier die Umlenkrolle, die hier drauf ist, die hoffe ich auch irgendwo dabei ist, wenn das Lager hiervon ausgeschlagen ist, kann man die einfach tauschen, aber es liegt wohl an dem ganzen Spannelement selbst. Ja, und daran sind sie gescheitert. Das ist jetzt noch nicht alles, also da kommt noch was. Das hat sich jetzt alles über ein paar Monate gezogen, das Auto stand ein paar Monate, so wie er mir erzählt hat.
wenn sie ein paar Monate sagen, ist es meistens ein Jahr. Dann habe ich mit ihm hin und her verhandelt, habe ich gesagt, ja, aber ist denn noch was oder ist es nur der Keilriemenspanner? Ja, der wäre ganz ehrlich zu mir, die hätten mal ab und zu probiert, die Zündung anzukriegen mit einem Überbrückungskabel und die hätten den Gang nicht mehr rausgekriegt, also deswegen stand er auch hinten auf Rollbrettern. Ja, da habe ich gesagt, also wenn das Auto nicht läuft hinterher, das ist ja mein Risiko, also da musst du mir den fast schenken. Ne? Hat er natürlich nicht gemacht, also der wollte, wie viel ich dafür bezahlt habe, das sage ich ganz zum Schluss. Oder bei 100.000 Abonnenten, hier wurde rumgefutschkert. Dann habe ich gesagt, wo sind denn die ganzen Teile? Die hat er dann in einem riesen Karton gehabt. Die habe ich natürlich auch mitgekriegt. Habe mir auch alles mal so grob schnell angeguckt. Ob alles dabei ist, hier ist ein Wasserkühler, hier ist der Kondensator. Hier drunter ist noch einiges. Ich habe ihm auch gesagt, ich möchte wirklich, dass alle Teile da sind und wenn ich einen zusammengebaut habe und da fehlen noch Teile, dann werde ich ihn verklagen. Nein, dann werde ich auf jeden Fall nochmal auf ihn zurückkommen. Er hat mir aber geschworen, dass alle Teile da sind. Falls er noch was findet, sagt er mir Bescheid. Das Beste ist auch hier, ne? Ganz lustig, das sind die Schrauben. Ne? Ja, da fällt euch wahrscheinlich nichts mehr zu ein. Ist doch langweilig, wenn man immer nur das Gleiche macht, oder? Ich werde jetzt mal die ganzen Teile hier rausholen und mal da hinlegen. Und dann gucke ich mir das alles nochmal ganz in Ruhe an. Ich weiß nicht, ob wir den wieder, aber ich denke, wenn das einer auseinandergenommen hat, warum soll man es nicht wieder zusammengebaut kriegen? Ich habe auch bis jetzt, ist mir noch nicht eingefallen, wie ich dann jetzt die Schraube da überhaupt rauskriege, wenn die das nicht geschafft haben. Aber irgendwas geht ja immer. Ne, da haben sie wahrscheinlich auch zu schnell aufgegeben oder ich weiß nicht, was da passiert ist. Das Auto war verhältnismäßig für die ganzen Sachen, die er hier hat, war der Preis okay. Ist ein 750, der hat 408 PS, wusste ich auch nicht, ich dachte, der hat ein bisschen weniger. Ist auch kein 12-Zylinder mehr wie damals, sondern ein V8, ein Biturbo aber. Ja, und der hat übrigens, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich glaube 154.000 oder 155, irgendwie so. Ist auch keine Langversion, glaube ich, oder? Ist aber ein schönes Auto, also man sitzt bequem, man fährt bequem. Hinten Sitzheizung. Aber was nützt das alles, wenn das Auto nicht läuft, ne? Deswegen räume ich jetzt mal den ganzen Scheiß da raus. So, was sagt ihr jetzt dazu? Ist das zu schaffen oder nicht zu schaffen? Hier ist der Keilriemen. Viel, viel Arbeit. Was machst du denn hier? Hui, ja, ist auf jeden Fall ein dicker, schwerer Pott. Ich würde euch gerne so in ganzer Pracht zeigen, aber wir haben hier nur begrenzte Platzverhältnisse in der Werkstatt. Ich werde mir jetzt mal alles hier so zurechtlegen, also man muss ja irgendwo anfangen. Aber das Schlimmste ist natürlich, jetzt erstmal da die Schraube irgendwie rauszukriegen. Ich werde mal irgendwie probieren mit Rostlöser oder irgendwie werde ich mich jetzt mal schlau machen, wie wir das hinkriegen. Aber das seht ihr alles in dem nächsten Video. Das ist jetzt hier nur so der Anfang. Wo ich jetzt die Kiste hier so sehe, dann denke ich mir so, wer soll mir den eigentlich mal abkaufen? Ne, wer möchte so eine Spritschleuder überhaupt haben? Ich glaube, den hätte sich keiner ans Bein gebunden. Aber man geht ja immer nach dem Preis auch. Und den Preis, den sage ich euch bald. Ihr könnt auch mal ab und zu mal ein bisschen abonnieren. Das war's dann hiermit erstmal und tschüss.